Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community, und herzlich willkommen zu einem nach längerer Zeit mal wieder neuen Stevino-Video. Ja, ihr Lieben, ich bin gerade Vater geworden, von daher hatte ich in den letzten Tagen und Wochen absolut keine Zeit für Videos, was irgendwie auch ein bisschen tragisch ist, weil man macht ja das Zeug hier ganz gerne eigentlich. Ihr Lieben, worum geht es heute? Ich wollte schon immer eigene Animationsfilme machen. Ihr wisst, irgendwie mit meiner langen Karriere, Laufbahn, Internetzeit, habe ich immer wieder kreative Dinge auf die Beine gestellt, eine Menge Hörspiele gemacht und so weiter. Die Sache, die mir immer ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie diesen Hörspielen ein Gesicht zu geben. Von daher hätte ich mir immer gewünscht, dass es eine leichte Art oder Möglichkeit gibt, Animationen herzustellen. So. Mir fehlte einfach das nötige Know-how am Computer, Animationen zu machen. Und so Stop-Motion-Filme und so schien mir ein bisschen zu aufwendig, beziehungsweise ich hatte keinerlei Erfahrung und hatte auch nicht die Möglichkeiten. Also hätte man mal zurückdenkt, wie hätte man denn bei Alimania einen Stop-Motion-Film machen sollen, ohne dass es nicht extrem albern gewirkt hätte. Keine Ahnung. Jetzt habe ich durch Zufall irgendwie auf, ich glaube, der Instagram-Seite von Felix Bahr gesehen, dass Lego ein neues Set herausgebracht hat, womit man eigene Filme produzieren kann. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, weil man quasi, ja, wie soll ich das am besten formulieren? Ich blende mal im Hintergrund so ein bisschen die Aufbauarbeiten und den Zusammenbau und so weiter ein, damit ihr seht, wovon ich rede. Also im Prinzip ist es eine kleine Bühne, die man aufbauen kann. Die ist wirklich sehr stimmig und auch praktisch designt. Man hat irgendwie überall Undock-Möglichkeiten. Man hat so einen kleinen Schlitten, den man bewegen kann. Der ist extra so gemacht, dass man quasi sein Handy da reinklicken kann. Von daher eine total sinnvolle Sache. Mir hat der Aufbau allein schon dieses Back to the Good Old Days-Ding extrem viel Spaß gemacht, mal wieder irgendwie Lego zu bauen. Ich war in meiner Kindheit ein großer Fan von Lego. Damals war die Firma noch mit eigenen Produkten erfolgreich, das heißt mit eigenen Designs, sind sie ja jetzt wieder durch den Lego-Movie quasi. Aber früher gab es für mich nichts Größeres irgendwie als an Heiligabend oder so eine Riesenpackung oder ein Riesenpaket mit Lego zu bekommen. Ich habe damals enthusiastisch Lego-Raumfahrt gesammelt und damals waren die Preise auch noch erschwinglich. Ja? Da hatte ich eine riesige Box mit einem riesigen Raumschiff für 50 Mark hat das damals gekostet. Und da konntest du nicht nur an Heiligabend dran bauen, sondern auch mehrere Wochen danach noch. Mittlerweile zahlst du ja irgendwie für dieselbe Größe ungefähr 200 Euro und dann heißt es Lizenzgebühren und so weiter. Jetzt hat man mit dem Lego Movie und dem Lego Movie 2, der bald rauskommt, hat man eigene Trademarks, die aber leider auch nicht sehr viel billiger sind als irgendwie die großen Trademarks, die man gekauft hat, nämlich Star Wars, Overwatch und wie es alles heißt. Von daher frage ich mich immer, ob diese, ja, wir müssen ja Lizenzgebühren bezahlen, immer da so ganz funktioniert oder ob das nicht nur eine vorgeschobene Ausrede ist. Egal, zurück zu der ganzen Sache. Also, Lego ist cool, ich habe es immer geliebt, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen boykottiert, weil ich mit den Preisen nicht einverstanden bin. Aber als ich gesehen habe, es gibt diese Movie Maker Box für ein bisschen über 40 Euro, was, ja, ist das ein fairer Preis? Ich weiß es gar nicht. Für die Möglichkeiten, die man hat, natürlich irgendwie schon, aber es ist halt eigentlich nicht viel drin. Naja, also, ihr seht im Hintergrund, ich habe die Bühne aufgebaut, du hast einige Figuren dabei, mit denen du arbeiten kannst. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass es dafür eine App gibt. Ja? Also, man geht natürlich nicht davon aus, dass jeder Jugendliche oder jeder jüngere Zeitgenosse, der Lego liebt und damit irgendwie den einen oder anderen kurzen Film machen möchte, dann auch eine teure Kamera hat und so weiter. Das heißt, das ganze Ding ist für das eigene Handy designt. Ja, also dieser Schlitten, mit dem ihr quasi filmt, der hat extra so Einkerbungen, womit ihr dann auch, oder wo ihr dann auch euer eigenes Handy platzieren könnt und wo es richtig, überraschenderweise richtig fest drin hängt. Und dann geht das los. Es gibt eine eigene App, die heißt Lego Movie Maker. Die ladet ihr runter und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, das ist halt wirklich sehr einfach gehalten. Das ist wirklich designt für Jugendliche und junge Leute, die ihre ersten Gehversuche machen und erste eigene kreative Dinge auf die Beine stellen wollen. Das heißt, dieser Movie Maker, ich habe gedacht, diese App ist irgendwie was ganz Tolles, wo du wählen kannst zwischen Video und vielleicht Stop Motion, wo du auch in Sachen Stop Motion an die Hand genommen wirst. Ist es aber nicht. Ja? Sondern es ist halt wirklich, sagen wir mal, ein abgespeckter Movie Maker, wo du irgendwie 60-Sekunden-Clips filmen kannst und die dann nach eigenem Wunsch aneinander rein und am Ende das fertige Werk halt rendern bzw. auf dein Handy spielen.
Das ist es. Also eigene Sound. Du kannst Sounds einspielen aus einer Sounddatenbank. Aber wenn du da wirklich eine eigene Geschichte draus machen willst mit Sprechern und so weiter, dann musst du das Ding rendern und dann vielleicht nochmal im eigenen Audioprogramm bearbeiten bzw. eigene Voice-Files runterlegen. Grundsätzlich finde ich die Sache aber recht positiv, muss ich ehrlich sagen, weil es eine Form der, ja, sollst kreativ werden oder du willst kreativ werden, du wirst an die Hand genommen und wirst bei deinen ersten Gehversuchen unterstützt. Ja? Also ich sag mal, für Leute wie uns, die vielleicht einen etwas aufwendigeren Anspruch haben an Filme und so weiter und auch, sagen wir mal, Semi-Profis in dem Bereich, ist das Ganze nix, ja. Aber für junge Leute, für Jugendliche, keine Ahnung, von 8 bis 18 oder vielleicht von 10 bis 18, die kreativ sind und die es in den Händen juckt und die irgendwie eine Geschichte erzählen wollen, vielleicht sogar mit den Lego-Figuren, die dabei sind, weil sie gerade den Lego-Movie 2 gesehen haben und die Charaktere in ihr Herz geschlossen haben, ist das echt eine schöne Sache, das muss ich sagen. Ich zeige euch jetzt mal, ich habe auch mal ein, zwei eigene Clips geschnitten, fertig gemacht, wie gesagt, ohne Voice erstmal, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Also man kann halt wirklich über die App diese 60-Sekunden-Clips aneinander reihen, die ganzen Figuren und Raumschiffe und was dabei ist, kann man alle über diese Bühne quasi fixieren und dann bewegen. Das heißt, man sieht die eigene Hand auch nicht, das ist wirklich sehr, sehr schön gelöst. Und da kommen, wenn man Bock hat und eine gute Idee hat und vielleicht so ein kleines Drehbuch sich schreibt, kommen da schon interessante Clips bei raus. Das Ganze, wie gesagt, müsst ihr nochmal Overvoice acten. Und dann hat man seinen eigenen kleinen Lego-Movie gemacht, was ich eine coole Sache finde. Ich habe aber nochmal meine Kamera aufgebaut und versucht nochmal so ein bisschen Stop-Motion mit dieser Bühne zu machen. Und auch das funktioniert, ja. Stop-Motion ist ja im Prinzip nur irgendwie, du machst ein Foto, bewegst die Figur oder was du animieren willst, dann einen kleinen Millimeter, machst das nächste Foto und so weiter und hast dann irgendwie eine schöne, witzige Animation. Also dafür ist diese Bühne auch gedacht. Man entfernt halt einfach diesen vorgefertigten Schlitten, der das Ganze hält und kann dann damit mit dieser Kulisse und diesem Hintergrund dann auch eigene Stop-Motion-Videos machen. Und wenn man keine große Kamera hat, dann macht man das einfach mit dem Handy, ne, auf dem Schlitten. Und da kann man ja auch Foto für Foto für Foto für Foto machen. Und das ist dann genauso schön animiert. Also eine geile Sache. Ich finde, das ist auch ein super Geschenk, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, das kann man super gut irgendwie einem Jugendlichen schenken, wo man das Gefühl hat, der ist kreativ, der ist offen für sowas und so weiter. Also ich muss schon sagen, das ist schon eine geile Sache. Krömer Kaufempfehlung, jetzt werdet ihr wieder sagen, Krömer Sellout, du hast ja eine heftige Partnerschaft mit Lego am Start. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Lego, weil ich die Preispolitik eine Unverschämtheit finde. Weil ich einfach für meinen Sohn keine 200, 300 Euro auf den Tisch legen will, damit der ein bisschen mit Lego spielen kann, nur weil es ein Star Wars Trademark ist. Von daher bin ich alles andere als ein Lego-Fan aktuell. Aber für 44 Euro so eine Bühne mit App, irgendwie, wo man mit dem eigenen Handy schöne Filme drehen kann. Also ich als Jugendlicher hätte das geliebt. Ja? Ich war schon in jugendlichen Jahren sehr, sehr kreativ und hätte total Bock darauf gehabt. Von daher, deshalb habe ich auch dieses Video gemacht, weil es eine geile Sache ist. Könnt ihr an eure Kleinen verschenken und so weiter. Krömer, Kaufempfehlung, ist wirklich eine schöne Sache. 44 Euro ist für heutige Verhältnisse auch nicht mehr die Welt für Lego. Und ihr kriegt eine Menge dafür. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin euer Sevinio und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.